Global Art Fair ist heute zu Gast in der Kunsthalle Wien im Museumsquartier. Gezeigt wird die erste Retrospektive in Europa der kanadischen Künstlerin Idessa Handeless. Die Ausstellung mit dem Titel Death to Pigs verknüpft mehrere zentrale Werkkomplexe der Künstlerin aus dem letzten Jahrzehnt. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf die grausamen Morde verübt durch die Manson-Familie im Sommer 1969, die Tatorte mit jenen Worten kennzeichneten. Ich begrüße heute Abend hier in der Kunsthalle Wien im Museumsquartier Idessa Handeless bei der Ausstellung Death to Pigs. So my first question is it your first time in Vienna? Yes, I came in September to see the space, but I never saw the space empty. And I had not been to Vienna. So this exhibition, it's like the continuing of the exhibition starting in Canada, but now it has a different turn. Can you say something about it, how it evolved? It's a completely different narrative, and I make works not only for places but for people. And I made this for Nicholas, and I felt a symbiosis with some of the subjects that he has addressed, and I felt that I could work with the same pieces and add some new ones to frame them in a different way to say a different thing. How do you manage to let the works speak on their own? It's very important for you to let them speak. How did it finally work here in Vienna? I think they speak by one piece setting up the next one. And so I create a passage for the viewer, and then one piece will contextualize the subsequent piece. And I hope that they speak to the viewer. I never know, but each person should have a different response. There's no one way to read the works. Als Charakter innerhalb der Kunst auszeichnet oder besonders auszeichnet, ist der absolute Glaube daran, dass Kunst eine Ebene vermittelt, die jenseits von Politik, alltäglicher Politik, von Alltagspolitik eine andere Ebene dem hinzufügt, und zwar eine kritische Ebene. Es gibt im Englischen dieses wunderbare Wort sublime. Also das ist, sie steht in einer gewissen Weise eine Ebene über dem, was wir jeden Tag irgendwie diskutieren, und kritisiert in einer gewissen Weise unseren Alltag, um in eine positive Zukunft auch zu kommen und zu denken. Wir müssen uns jeden Tag hinterfragen in unserem Tun, in unserem Handeln, aber häufig vergessen wir das ja so als Humans, als Menschen. Und ich finde, das ist die Grundaussage auch ihrer Arbeit. Ja, wir sind ja alle in einer gewissen Weise immer gleichzeitig Täter, aber auch Opfer. Und das kann man ja auch thematisieren, das tut sie auch.
Wir alle haben in uns einen aggressiven Part und auch in einer gewissen Weise einen kommentierenden und einen passiven Part. Und die Frage ist immer, wie wir damit umgehen. Und ich finde, Edessa Händel ist als Künstlerin, indem sie, wenn man so will, quasi ihre Geschichte hat nicht angefangen, als sie 1948 geboren wurde, sondern eigentlich auch schon davor. Wir setzen uns immer aus der Vergangenheit, und ich meine das nicht spirituell, aus der Vergangenheit mit unserer eigenen Vergangenheit, mit anderen Vergangenheiten auseinander, um tatsächlich im Hier und Jetzt und Heute zu leben.